Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Kurzschluss. Die MetaQuest 3 ist mittlerweile in unserer Mitte angekommen und das große Verkaufsargument ist das farbliche Pass-Through und das damit verbesserte Spielerlebnis in der sogenannten Mixed Reality. Und darum soll sich auch das heutige Video drehen. Ich stelle euch 3 Spiele vor, die ihr unbedingt in der Mixed Reality spielen solltet, da sie super viel Spaß machen und auch wirklich gut umgesetzt sind. Und ohne viel zu labern wünsche ich euch jetzt einfach viel Spaß. Los geht's! Okay, fangen wir an mit Demio, einem Stealth-Action-Shooter. Und wie ihr seht, ich habe mir schon meine taktische Jogginghose angezogen, denn wir wollen ja bequem schleichen. Also das hier ist die Mixed-Reality-Version davon. Und der Raum wurde schon erkannt. Ich könnte den jetzt noch anpassen, aber ich klicke jetzt auf Weiter. Nehme hier mal die Mini-Missionen und ich glaube, ich hatte mir letztes Mal die hier ausgesucht. Agentin unter Druck, ganz genau. Und das Ganze wird jetzt aufgestellt. Das heißt, das Headset generiert jetzt hier mein HUD. Ihr seht es schon und auch die Arme werden hier so mehr oder weniger überlegt. Und das ist meine Startplattform. Auf die werde ich jetzt drauf gehen und dann wird das Ganze jetzt reingeladen. Und ich gehe schon mal so ein bisschen gleich in die Hocke, denn letztes Mal kam dieser Laser recht schnell auf mich zu. Wir schauen mal. Patrolling. Okay, so, das ist der Raum. Da sind die Laser, die möchte ich nicht berühren. Ihr seht es jetzt nicht ganz so hundertprozentig genau. Steht nicht ganz hundertprozentig genau, aber du, sein Dienst. Diese Türen werden sich gleich öffnen und ich muss dann versuchen, möglichst unentdeckt die Gegner auszuschalten. So, hier ist meine Waffe. Ihr seht es, ich liege hier irgendwo auf meinem Fußboden. Das muss von außen mega merkwürdig aussehen. Sehen Sie mich sofort. Hey! Das war knapp. Ihr seht auch den da hinten. Das ist ein Hologramm. Wenn ich den umniete, gibt es sofort einen Mecker. Das heißt, ich muss auch noch unterscheiden, welche Gegnertypen ich hier habe. Und dann natürlich diese Robotergeräte. Scheiße.
forces. Don't lose the spire. Magazine depleted. Was nicht so gut klappt, ist, wenn man liegt, hier dann das Magazin rauskommt, weil es irgendwo unter mir ist. Also ein bisschen auf. Sweep the area for any intruders. Shoot on sight. You don't get to walk away from this. Na los, geh rein da. Ja, hier stehen wir zum Schlafen. Attention, we have a situation. Keep your eyes open for any further disturbances. Und damit haben wir es geschafft. Das war der letzte, das ist auch wieder nur so ein Decoy. Und jetzt müssen wir noch zurück auf die Plattform krabbeln. Good job on completing the mission, but you'll need more MR training to be at the level we require. Und auch relativ wenig Missionsaufgaben. Ich bin ganz zufrieden mit mir. Okay, das war Aspire 2. So sieht Aspire 2 in der Mixed Reality aus. Ich würde sagen, auf geht's zum nächsten. Okay, das nächste Spiel habt ihr schon in meinem Quest Review gesehen. Das ist First Encounters, wenn ihr es gesehen habt. Hier geht's darum, so kleine nette Bälle in ein Raumschiff zu befördern. Und das ist das praktische Spiel, was Meta mitliefert, um diese Mixed Reality zu bewerben. Also, spielen wir das auch eine Runde. Geht gleich los. Das finde ich ist auch mit das, was sie am besten umgesetzt haben, was Shooter betrifft. Aber es gibt gleich noch ein Spiel, das mir noch besser gefällt. Da kommen wir gleich zu. Okay, ich muss so viele wie möglich einsammeln. Das dauert ein bisschen, das werde ich jetzt auch nicht komplett durchspielen. Aber Hauptsache, ihr bekommt so eine Idee, wie das Ganze hier aussieht und abläuft. Irgendwo müsste es... Jawohl, genau. Hier geht's schon los. Da müssen wir jetzt gleich irgendwo was durch die Decke schießen. Ich hab das schon erwischt. Hier ist das Raumschiff. Und es verbraucht gleich seinen ganzen Treibstoff. So. Gut, es ist erfolgreich auf meinem Tisch und auf meinem Sofa gelandet. Gut. So, und jetzt müsste da gleich was rauskommen, ganz genau. Das ist erstmal so eine kleine, ja, weiß ich auch nicht, was das ist. Ein Scanner mit Taschenlampe, die mir zeigt, dass außerhalb meiner Wohnung eigentlich ein kompletter Planet existiert. Und da sind die kleinen Ungetüme, die wir gleich abschießen müssen. Ich hoffe, ihr seht das alles. Übrigens gemerkt, dass die Quest, wenn ich so gerade ausgucke, dann den unteren Bereich nicht so wirklich aufnimmt, sondern nur diesen oberen Bereich. Deswegen gucke ich so ein bisschen runter, damit ihr ein etwas größeres Feld zum Sehen hat. Na los, jetzt komm durch da. Ganz genau. Zack. So, und drin da. Und ich kann auch meine ganzen Wände hier kaputt schießen. Hallo. Wo ist der nächste? Da. So, und die wollen alle rein. Ich kann ja alles komplett kaputt machen. Okay. Ja. Na, noch mehr? Noch mehr. So, dann wollt ihr so schnell wie möglich abschießen, weil das gibt euch nämlich Zeit. Theoretisch läuft hier irgendwo eine Zeit runter. Ich kann nicht das hier. Sehe ich aber gerade noch nicht. Vielleicht ist es so ein Bett. Jetzt fängt es an. So, und ich lade die Zeit halt immer wieder auf, wenn ich die kleinen runden Bälle da in das Raumschiff befördere. Na los, wo seid ihr alle? Wo seid ihr? Da ist einer. Hey, sind die alle? Gibt's doch gar nicht. Da ist auch noch einer. Und der versteckt sich gar nicht. Gut. Ja, so. Und gelbe haben wir auch noch. Gemacht, das ist einfach mal, gerade für so, wenn ihr so Casual Gamer seid, also wenn ihr wirklich keinen Bock habt, euch irgendwie großartig irgendwo einzuarbeiten, einfach mega nice. Der Gelegenheitsspieler, den wird sich echt freuen. Ja.
Das ist mir fast die Lappen gegangen. Jawohl. Fühlt sich so ein bisschen, ich bin der John Wayne der Furballs. Heißen die so? Ich weiß nicht. Es gab doch mal früher diese komischen Bälle, die solche Gummihaare hatten. Genau so sehen die aus. Ja, ihr beide ja bestimmt nicht. Das Nest. Man kommt auch so einigermaßen ins, ich will nicht sagen schwitzen, das ist nicht, aber man merkt schon die Bewegung. Also, so Kombi-Gedöns, ganz ehrlich. Ihr habt sowohl den Spaß als auch die Bewegung, als auch diese mega geile Mix wie ich das hier erfahren. Na los, komm, ein paar müssen doch hier noch sein. Sekunden noch. Alles gut, ich habe das hier alles unter Kontrolle. 19. Das ist auch so, dass wir auch noch investieren. Jetzt ist ein neuer Rekord, Leute, das ist ein neuer Rekord. Mega nice. Okay. Bin fort mit dir. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Und weg ist es. Gut. 204 von 240. Nice. Längste Kombo 7 Stück. Über 1000 Punkte. Ich bin zufrieden. Wunderbar. Das war First Encounter. Auf geht's zum nächsten Spiel. Okay, wir sind hier in Zombie Noir. Wie der Name schon sagt, ein Zombie-Shooter. Wir haben hier unsere Pistole, unsere Magazine und noch so anderes Gedönse. Und hier überall in meinen vier Wänden sind solche Türen nach draußen und da kommen gleich die Zombies rein. Die müsst ihr natürlich dann abschießen. Macht Laune, ist alles in so einer Noir-Welt angesiedelt. Guckt einfach zu. Ist ziemlich cool. So. Wir werden mal gucken, wo sie kommen. Das ist der erste. Ups. Bam. So. Oh, hier ist auch noch eine. Gottes Willen. Kommen wieder von überall. So, und ihr müsst halt euer Heim verteidigen. Gegen die bösen Zombies. Die. Wohlgemerkt, ich hab das gerade auf normal, also wahrscheinlich, das war jetzt übrigens die erste Welle auf Hard oder keine Ahnung, was da noch für eine Schwierigkeitsstufe gibt, wird wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger, das hier ist noch alles völlig in Ordnung. Wir haben 6 Coins und damit können wir uns ein paar Sachen kaufen, zum Beispiel diese nette Schrotflinte und dann nehmen wir noch Critical Hit Damage hier beim Shop-Owner, der nach jeder Welle kommt. Und wenn wir hier fertig gekauft haben, dann haben wir hier auf die Glocke und dann startet die nächste Welle. Und wie ihr seht, haben wir jetzt eine. Eine nicht nachladbare. Jetzt, Shotgun. So. Oh Gott, hier auch nicht nachgeladen. So. Also, es ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, und da bin ich aus meiner Begrenzung raus. Okay, nettes Bild. Aber dann machen wir doch einfach weiter. Ist doch gar kein Problem. Oh Gott, die können wir da vorne weitermachen. Ja, lol. Ja, so. Die drehen sich gleich mit.
So. That's that. Nächste Runde geschafft. Und wir können jetzt hier einfach die ganze Zeit weiterkaufen. Oh, hier gibt es noch eine Top. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, ich nehme diesen Baseballschläger. Ich habe Bock auf einen Baseballschläger. Der kostet aber auch 6 Coins. Und ich habe, nee, den kann ich doch kaufen. So. Was ist das hier? The Icer. Chargeable weapon that inflicts area. Okay. Dafür habe ich nicht mehr genug Coins. Na gut. Hier ist ein extra Coin. Warum nicht? Yep. Weiter geht's. Dann. Oh Gott. Hier sind sie ja schon. Also. Jetzt wird er einfach mal verkloppt hier mit dem Baseballschläger. Jawohl. Okay, ich denke, ihr habt euch einen Einblick verschaffen können, einen kleinen zumindest. Ist okay, das Spiel macht irgendwo Spaß. Es könnte noch ein bisschen ausgefeilter sein. Ich denke, wenn man das Ganze über die ganze Wohnung scannt und auch noch ein bisschen mehr Möglichkeiten hat, dann wird das Ganze auch noch ein bisschen runder. Ich würde sagen, auf zum... Ciao. Ich würde sagen, auf zum... nächsten Spiel. Okay, ich würde sagen, ihr habt einen kleinen Einblick gehabt. Das Ganze geht natürlich irgendwie noch ein bisschen runder, vielleicht ein bisschen mehr Platz und vielleicht ein bisschen genaueres Scannen der Wohnung. Ist aber schon mal in dem Ansatz gar nicht schlecht, kostet auch nur einen Zehner. Ich denke, da kann man nicht viel falsch machen. Ich würde sagen, auf zum nächsten Spiel. Okay, das nächste Spiel, was wir spielen, ist Synth Riders und das hat auch ein Mixed Reality Update bekommen und genau das probieren wir jetzt auch. Das ist so ein Musik-Rhythmus-Spiel. Play Solo und mal gucken, Friends, anmachen. So. Genau, richtig. Und dann kommen wir gleich überall die Bälle. Dann holen wir uns mal einen netten Song. Ja, warum nicht? End of the Night. Von Robert Parker, nie gehört, keine Ahnung. Ja, auf geht's. Ich bin jetzt nicht das größte Rhythmus-Talent, aber wir schauen einfach mal, wie das hier. Ein bisschen Beidhändigkeit beherrschen. Das ist wie Beat Saber, aber in every step we're taking. Also wenn ihr ein artiges Spiel habt, Synth Rider, macht mir Spaß. Schwierigkeitsstufe eingestellt. Und man will ja auch Erfolg haben. It's a hard. Oh, okay. Und das war's anscheinend wieder. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe.
Egal, Sims Riders, irgendwo hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Ist jetzt vielleicht nicht ganz so das Spiel, was ich spielen würde, aber wer Bock auf sowas hat und Bock auf Mixed Reality hat, der kommt darin eigentlich nicht vorbei. Und damit kommen wir zum letzten Spiel. Und zwar ist das von Resolution Games. Wir überspringen mal diesen Teil hier. Es ist Demio, ganz genau. Ein Tabletop-Spiel in der virtuellen Realität, beziehungsweise jetzt auch in der Mixed Reality. Wer also auf Trading Card Games wie Magic the Gathering oder Tabletop-Games im Allgemeinen steht, ist hier genau richtig aufgehoben. Ich zeige euch auch warum. Wir gehen mal in so ein Gefecht rein. Schwarze Sachen fahren. Wir nehmen nicht den Baden, wir nehmen den Hexenmeister. So. Und dann crawlen wir mal durch den Dungeon. Ihr seht schon, es ist hier alles mega geil auf meinem Tisch aufgebaut. Ich kann da richtig reingehen und sehe meinen kleinen Hexenmeister. Wir können sogar die Controller beiseite legen und dann nehmen wir den einfach. Schwupps. Lassen ihn da hinfallen, nehmen ihn nochmal und betreten den Dungeon. Also ihr könnt auch theoretisch auf die Controller ihr habt hier euer Kartendeck oder auch hier. Je nachdem, ihr seht hier eure Aktionspunkte. Zwei an der Zahl. Und dann nehmt ihr euren kleinen Typen hier und wir setzen ihn mal hier hin oder wir setzen ihn mal auf die Kohle. Time for my blade to fly. Ganz genau. So, und wenn ihr eure Aktionspunkte gemacht habt, sind die Monster dran. Wir haben jetzt noch einen und mit diesem Aktionspunkt gehen wir mal hier in den Zwischenraum. Ist der Monster? Und da sehen wir noch mehr Geld. Das war keine Monster. Okay, und die kommen wir schon gleich. Dann sammeln wir erstmal das alles auf hier. So. I'll move the monster. Now it's me. Gefährte kommt nach. So, jetzt aber bestimmt hier. Immer noch keine Monster. Die gibt's doch gar nicht. Alright, let's begin. Dann gehen wir jetzt mal da durch. Na. So, jetzt aber. Oh ja, das sind sie ja alle. Oh Gott, okay. Jetzt haben wir verschwindet. Monster Time. Ja, super. Hätte ich mal da hinten angefangen. Daneben, nicht getroffen, sehr gut. Ready. Okay, er hat Panik bekommen und laufen weg. Ich glaube, da müssen wir mal eine AOE hier ausführen. Und mal. Oh Gott, hoffentlich trifft er auch. Also wenn ich jetzt den Totenkopf gleich würfe, dann schlägt meine Attacke fehl. Ich weiß nicht, ob das da kritisch bedeutet, aber alle anderen Schwerter heißen einfach, dass die Attacke läuft. Schauen wir mal. Okay. They can't flee this. Jawohl. Und damit haben wir schon eine ganze Menge los. So nämlich. Sehr gut. Und wir kriegen auch noch eine animalische Attacke daraus. Ist klar. Die ist gar nicht schlecht. Aber ich will mich noch um den Typen hier kümmern. Und gebe jetzt meinem Typen den... Was für ein Pech. Come, Kana. Unleash your wrath. Ja, daneben, genau. Und dann geht die Kleine dahin. Monster Time. Scheiße. Now it's me. Was können wir denn jetzt noch machen? Ich glaube, wir nehmen jetzt als erstes erstmal einen Heiltrank. Und droppen den auf uns. So. Das jetzt? Ich habe hier gerade gar keine. Nein, habe ich gar nicht. Ich muss jetzt auf jeden Fall verschwinden. Ich hoffe, sie kommt gleich wieder. Und nochmal weg hier. Okay, Monster Time. Warlock ready. Da ist sie wieder. Okay, so, jetzt.
geben wir ihr den Befehl zum Angriff. Leider sind die gar nicht alle so in einer Reihe. Das ist so schlimm, den Rest machen wir mit einer anderen Attacke. Charge, Kana! Los, charge. So, Kana geht steil. Und dann geben wir noch den Befehl, den er einfach uns macht. Das ist nämlich auch der Schlüsselmeister, weil er hat so ein kleines Schlüsselsymbol oben drüber, seht ihr? Ja. Heed my call. Okay. Monster. Okay, habe ich es auch nicht geschafft. Weil ich zu dumm war. Naja. Wir sind ja gleich nochmal dran. Ui. Ready. Und? Jawohl. Charge, Connor. Gib's ihm. So, und damit haben wir den Schlüssel jetzt bekommen und können theoretisch, wenn wir gleich hier alles geklärt haben, dann die zweite Ebene suchen für den nächsten Teil des Dungeons. Ich mache jetzt aber das hier noch fertig. Und this will cause some ache. Ganz genau. So. Gesaugt. Now, it's me. Ja. Die Frage ist, kriegen wir jetzt hier noch den ungenietet? Schauen wir mal. Charge, Connor. Müssen sie schaffen. Eine sechste Attacke, 3. Und dann nochmal drauf hier. Und? Unleash Pain. Unleash Pain, genau. Jawohl. So. The last champion falls. Und damit hat mir der letzte Giftpunkt noch den letzten Schaden zugefügt und ich bin trotzdem gestorben. Naja. So kann es gehen. Okay, aber wenn das eure Welt ist, dann seid ihr hier auf jeden Fall genau richtig bei Demio. Seht zu, dass ihr irgendwo so einen Referral herbekommt. Ich kann meinen mal in die Kommentare posten, dann kriegt ihr 25% Rabatt, zumindest zum Zeitpunkt des Videos und müsst statt 39 nur 29 Euro zahlen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Preis dafür, für den Umfang des Spiels. Und ja, damit habe ich, glaube ich, alle Mixed-Reality-Spiele gezeigt. Und hoffe, dass euch das ein oder andere Spiel für euch dabei war. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, welches der Spiele ihr schon gespielt habt oder welches ihr unbedingt ausprobieren wollt. Ich würde mich auch über einen Daumen nach oben freuen, damit mehr Leute auf mein Video und meinen Kanal aufmerksam werden. Wenn ihr ein bestimmtes Spiel oder eine bestimmte App gerne getestet haben wollt, schreibt mir das ebenfalls in die Kommentare. Ich sage ciao. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.